Hallo Fans und Freunde der Wiener, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem kleinen Plauderstündchen an diesem Sonntagnachmittag. Die Saison ist zu Ende, es war ein recht abwechslungsreiches Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, aber es gibt noch viel zu tun. Wir müssen nur noch lernen zu verstehen, dass jetzt eine wichtige Zeit ist für unsere Wiener. Jetzt entscheidet sich die Zukunft unseres Vereins. Unterstützen wir weiterhin und versuchen Gutes zu tun, keine Fehler mehr zu machen, die sich langfristig negativ auf die Wiener auswirken könnten. Damit, wenn wir später gefragt werden, alles getan haben, um wieder vorne mit dabei zu sein. Wir wollen natürlich gerne wieder aufsteigen in die Wiederliga, in die RLO und langfristig gesehen natürlich wieder in die Bundesliga. Das Jahr ist einiges weitergegangen, die Konsolidierung, die gesellschaftliche, aber auch geschäftliche Verbesserung. Das ist ein wichtiger Schritt und ein wichtiger Weg, den wir konsequent weitergehen sollten, aber natürlich auch neue Wege, speziell die Modernisierung des ältesten Fußballvereins Österreichs. Damit hier, wenn wir in den oberen Ligen spielen, natürlich wieder neue Fans, neue Wiener Fans auf der Hohen Warte bzw. beim Verein begrüßen können. Und da sollte überlegt werden, wie dieses Corporate Identity, das für jede Firma so unglaublich wichtig ist, neu gestaltet wird, neu kommuniziert wird. Die Wiener war nie ein Arbeiterverein. Das heißt, auch da überlegen, vielleicht in Akademikerkreisen, vielleicht Studenten, Menschen, die mit den großen Vereinen weniger zu tun haben, aber trotzdem sehr fußballinteressiert sind, anzusprechen und damit natürlich auch neue Sponsoren zu finden, die bei den großen Vereinen sich nicht verstanden fühlen, beziehungsweise nicht die Leute finden, die Zielgruppe finden, die sie sich wünschen, hier bei uns zu zeigen, wie unsere Wiener Family Life aussieht, unseren Weg zu zeigen, dass Fußball auch sehr friedlich, sehr freundschaftlich sein kann, sehr familiär sein kann. Und das eben sollte die Aufgabe fürs nächste Jahr oder für die nächste Zeit sein, die Wiener hier zu modernisieren und das auch zu kommunizieren über die sozialen Medien oder auch generell neue Gesellschaftsschichten anzusprechen. Das wäre vielleicht ein wichtiger Schritt in der nächsten Zeit. Mein Gruß, mein ganz besonderer Gruß geht heute an die Wiener Supporters. Die großen Vereine, Rapid hat damit angefangen und die Austria ist im Frühjahr nachgezogen, haben ihre, sagen wir mal, dunkle Vergangenheit, die Zeit während der Nationalsozialisten hier in Österreich aufgearbeitet und auch die Wiener hat jetzt begonnen, diese Stellungnahmen herauszubringen, und zwar Vertrieben und Ermordet. Ein wichtiges Buch, ein wichtiger gesellschaftlicher und geschichtlicher Teil. Die Wiener war nicht unerfolgreich während der NS-Zeit in Österreich und hat vor dem Weltkrieg sehr viele jüdische Funktionäre und auch Mitarbeiter gehabt, wurde auch von einer jüdischen Familie mitbegründet und diese Geschichte der Wiener, die sollte nicht vergessen werden. Jeder Wiener-Fan sollte darüber Bescheid wissen. Danke an den Alexander Juraske, der sein Wissen hier in dieses Büchlein hat einfließen lassen. Soll auch zeigen, wie die Wiener mit ihrer Vergangenheit umgeht. Natürlich nicht vergessen. Jeder Wiener-Fan sollte darüber Bescheid wissen, aber auch die richtige Stellungnahme und natürlich auch aus der Geschichte lernen. Das ist ein wichtiger Teil für die Zukunft, um auch zukünftigen Wiener oder Fußballfans bei der Wiener zu zeigen, wie die Wiener gesellschaftlich aufgestellt ist, dass hier eine moderne Gesellschaft stattfindet, eine aufgeschlossene Gesellschaft ist, die sich stark gegen den Nationalsozialismus, gegen jeglichen Nationalismus, gegen jegliche radikale politische Ansicht, wurscht ob links oder rechts, stellt und wir ein friedliches Fußballleben, ein sehr familiäres Fußballleben haben. Und das ist ein wichtiger Schritt dazu. Besorgt euch bitte so ein Büchlein bei den Wiener Supporters oder bei den nächsten Heimspielen. Darüber solltet ihr auf jeden Fall Bescheid wissen, über die Geschichte der Wiener. Nächsten Mittwoch gibt es wieder ein Fangespräch, ein ganz besonderes Fangespräch mit einer ganz besonderen Wiener. Schaut rein und lasst euch überraschen. Das war das heutige Plauderstündchen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter und ich hoffe, wir sehen uns noch recht zahlreich bei der Wiener. Also, bis dahin, kann man Wiener.